Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Dreadnought. Und heute schauen wir mal so ein bisschen, fangen wir erstmal mit der Gora an. Und ich glaube, ich habe jetzt so eigentlich fast jedes Schiff mal so für sich gezeigt. Und jetzt will ich eigentlich so mal ein bisschen zocken, ein bisschen daddeln, Richtung Level 15 kommen, weil da gibt es dann wieder die nächsten Schiffe. Also von dem her werden wir einfach mal spielen, situationsbedingt uns anpassen und dann geht's auch immer in ein anderes Schiff, sobald es halt dann möglich ist. So, jeder hat sein Schiff. Dreadnought, Artillery Cruiser, noch einer. Oh, der ist Level 15, weil den gibt es dann erst, glaube ich, oder ist das sogar der 25er. Auf jeden Fall, den werde ich mir auch holen. Ein Tactical Cruiser, was zum Heilen und meine Wenigkeit. Also, das Team ist eigentlich ganz gut aufgestellt. Jeder hat so ein bisschen was für sich getan. Und jetzt hoffe ich, dass ich hier so damit zurechtkomme, wie ich mir das vorstelle. Aber ich glaube, ich nehme danach den Hero-Gora, weil der gefällt mir so ein bisschen besser. Aber das gucken wir uns einfach mal an. Auf jeden Fall erstmal hier ein bisschen zusammenbleiben im Team. Das ist nach wie vor das Wichtigste. So, Missile ist locked und ready to fire. Erstmal hier zusammenbleiben, das ist schon mal sehr schön. Der andere hat sich dahinter gut verschanzt. Aber man sieht, das Team bleibt hier gut beieinander, so soll es sein. So, jetzt hat er da leider der erste den Ding gleich weggemacht. Das ist halt einfach so mit einer Full Gora recht einfach. Da war jetzt auch nicht wirklich viel mehr möglich. Aber das heißt alles noch gar nichts. Erstmal hier ein bisschen in der Schlucht bleiben. Oh, kommen aber unter Granaten an oder Raketen vielmehr. So, die Fulgora hat da hinten sich den nächsten wieder ausgeguckt. Okay, ich glaube, der ist zerstört. Ich glaube, da ist er jetzt zu weit weg. Aber auf den kann man noch schön drauf gehen. Ja. Der ist zerstört. Fusion Reactor is overheating. Put the energy system offline. Torpedo lock. Torpedo away. We've got torpedo lock, Captain. The missiles are still reloading. So, jetzt erstmal wieder mich heilen, dass da nichts schief geht. Ah, hat sich dahinter jetzt ein bisschen versteckt. Aber das ist ein schönes Teamplay. Muss man mal wirklich sagen.
So, der konnte jetzt keinen wegholen. Das ist jetzt sehr wichtig, dass wenn die Fulgora kommt, dass er dann auch gleich beschäftigt wird. So, der wird hier auch wieder stark beschossen. Vom Bruce. Aber alles gut. Oh, da war doch Fulgora. So, Shielder activate. Und der Typ, der kommt da immer gerade so weg. Aber wir haben hier Gott sei Dank einen guten Heiler. Der macht hier einen schönen Job. So, da kommt der. Der ist jetzt gut. Für die Torpedos war er, glaube ich, ein bisschen zu weit weg. Aber wirklich ein intensives Gefecht. Eins der, glaube ich, krassesten, die ich jemals gespielt habe bis dato, weil es wirklich einfach so ein enges Ding ist. Da hat er echt einen wegmachen können. Also der kommt halt immer wieder an und macht er weg. Das ist auch der einzige, der, oder der, schaut's mir her, 3 Kills hat er schon gemacht. Gegen den haben wir da wirklich ein Problem, muss man sagen. Kriegt den auch nicht so weg, wie ich es gern wollen würde, leider. Laden wir nochmal die Flak. So, eigentlich müsste hier irgendwo ein Gegner sein, habe ich so das Gefühl. Oh, jetzt kam der da von unten. Jetzt hat er. Jetzt sind sie gut angegriffen. Der eine kam von hinten. Und der zweite hat der Jones das von unten klar gemacht hat hier mit Missiles, Autocannon Turrets. Also der hat hier da jetzt für gute Action gesorgt. Muss man eben lassen, den Burschen. Jetzt muss ich natürlich schnell wieder zum Team, weil jetzt hat der Gegner das Momentum auf sich. Wobei hier konnten wir jetzt gerade sogar noch einen Kill machen. Da ist der Jones zerstört worden. Ja, jetzt konnte ich den für den gut wegnehmen. Und jetzt muss ich hier weg. So, jetzt erstmal das Shield an den Mann bringen. Wirklich eine unglaublich enge Geschichte hier alles.
torpedoes have solid lock. Let's jump. Jetzt will ich den Gegner da haben. Ah, der ist nur der... Dass der ebenfalls weg ist. Ah, schade, schade. Hilft alles nix. Jetzt wieder ein bisschen sammeln. 40, 50, alles noch drin. Alles machbar. Nur da vorne ist noch einer von uns. Der muss weg, der muss weg. Assist. Sehr gut. Der war wichtig. So. Das Team ist wieder beieinander. Und bis der mit seinem Fulgora, der macht hier nach wie vor eine gute Action, aber dafür haben wir natürlich die, mit den leichten Schiffen hat er da ein gutes und einfaches Ziel, muss man jetzt sagen. Wie gesagt, an sich hätte ich dafür jetzt gerne den Hero Ship von der Gora-Klasse. Aber, naja, was ich nicht habe, kann ich gerade nicht nehmen. Dafür müsste ich erstmal zerstört werden und das will ich natürlich jetzt auch freiwillig auch nicht machen. Das gibt's alles nicht. Der hat aber auch immer ein Glück. Guckt's dir mal an, wie wenig der da noch hat. So, jetzt habe ich den mal raus. Aber ja, es ist halt diese Fulgora, die macht ein gutes Match, ohne dass wir da wirklich gerade was entgegensetzen. Ich bin auch immer der Einzige, der den Fokus hat, man glaube ich gerade ganz gut gesehen. Ah, eigentlich hatte ich das Shield aktiv, aber naja, wohl euer doch nicht. Jetzt, endlich ist der mal weg. Das war jetzt für das Gefühl sehr wichtig. Jetzt ein bisschen zurückziehen. Okay, und den habe ich jetzt auch weg. Und jetzt sind wir wieder zurück, so ein bisschen im Kampf. Hat man, wie er gesagt hat. Ich muss jetzt hier mal ein bisschen wieder zu Hitpoints kommen. Aber da habe ich jetzt gerade... Wir haben hier im Teammäßig läuft es echt. Wir sind sehr solide, sehr gute Teamleistung allgemein. Nur wie gesagt, diese Fulgora, die stört ungemein vom Gegner. Reloading.
So, in dem Fall, da konnte er jetzt keinen Schaden anstellen, so wie es aussieht, aber eigentlich 65, 80. Knappes Höschen einfach, knappes Höschen. So, jetzt will ich eigentlich mal engagen, weil mit unserer Taktik ist zwar so schön es ist. So rein, seht ihr, klappt nicht. Aber vielleicht kriege ich ihn noch raus. Ja. Aber mehr ging nicht. Das war leider auch schon das Ende der Runde. Aber die Runde war sau cool. Und auch wenn ich mehrfach das Schiff wechseln wollte und es nicht gemacht habe. Aber es war sehr intensiv, eine sehr schöne Runde. Das hat, glaube ich, gezeigt, wie das Spiel so ist, wo es Spaß macht, was... Ich weiß es nicht, war eine geile Runde. Kann man jetzt hier lamentieren und sagen, was man will. Hat mir unglaublich Spaß gemacht und ich konnte auch noch den Rang 5 für mich einnehmen. Also, so soll es sein. Und jetzt schauen wir mal, wo ich am Ende im Team gestanden bin. Ich bin zweimal gestorben, habe 6 Kills machen können. Lady Killer hat eigentlich auch gut Damage gemacht, allerdings wurde der von der Fulgora immer rausgenommen und man sieht, Fulgora 15 Kills ist natürlich eine sensationelle Leistung von ihm gewesen. Ja, deswegen, bis zum nächsten Mal. Und ja, wir waren ja auch nur zu viert. Haha, ja, genau, da muss man verlieren. Also, von dem her, bis zum nächsten Mal. Geile Leistung zu viert. Euer Alcaramba.